Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in Empire at War mit dem Rise of the Mandalorians Mod und Bestien haben wir gewonnen, sehr schön. Der geht nach Azeri rüber, müssen wir mal schauen. Wir haben die Galaxis eingekreist, hier ist nur noch der Kern und tiefe Kern. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Planeten. Schaffen wir das in einer Folge? Ich weiß es nicht, aber wir finden es raus. Lasst uns mal gucken. Ich hätte gerne... Gott, ihr seid so nervig! Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Auf nach Abrigado Re. Abrigado Re und Manan sind gerade so die beiden Problemkinder. Lasst mich doch in Ruhe. Wenn wir Abrigado Re und Manan haben, dann ist, glaube ich, das hier alles erstmal etwas sicherer. Deswegen die beiden einmal kurz schnell uns um die beiden kümmern, sagen wir es mal so. Und dann kann es weitergehen. Oh, wir haben nur noch zwei Protectors. Das ist unschön. Wir müssen mehr Protectors bauen. Deutlich, deutlich mehr. Wir holen jetzt hier aber einfach die ganze Flotte rein. So viel haben die hier auch nicht. Los, alle hier rein. Wenn ihr die anderen Folgen hier gesehen habt, wisst ihr, dass das Ganze leider ein bisschen buggy ist. Dass die KI auch etwas verbuggt ist. Und wir deswegen... Wir deswegen nicht so viel an Widerstand zu erwarten haben. Nicht von großen Sachen, weil die sich nicht aufleveln. Ich meine, gut, die haben es jetzt geschafft, mit CR-90-Korvetten einen Keldabi von uns zu zerstören. Aber ich meine, wir haben 800.000 Credits. Es kommen ständig neue Schiffe. Ich baue am laufenden Band auf verschiedenen Planeten neue Schiffe, neue Einheiten. Wenn ich dann hier in einer Schlacht ein, zwei Einheiten verliere, ist es so. Aber wirklich zwingend tut mich die KI jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise anders zu spielen. Passiert hier was? Da passiert nichts. Gut. What? Warum seid ihr da mit Infanterie unterwegs? Das ergibt keinen Sinn. Aber gut. Ich glaube, Thyphora ist damit dann sicher, wenn wir Abrigado Rare haben. Festin wird wieder angegriffen. Ja, sollen sie machen. Ich fliege jetzt hier rüber nach Abrigado Re. Ihr nehmt euch mal Fondor. Einmal Fondor vor. Auto-Resolve. Haben wir gewonnen. Oh mein Gott, die haben da... Und oh mein Gott. Ja, ich hätte es nicht machen sollen. Ich dachte, die haben nur Bodeneinheiten. Nein, die hatten deutlich mehr. Ich meine, wir haben es gewonnen, aber es war ein... Das waren jetzt schon hohe Kosten. Die Flotte verliert halt immer mehr und mehr. Deswegen müssen wir jetzt schauen, dass wir hier relativ schnell, komm schon, Abrigado Rare Einheiten haben. Und dann kann Manan hier verteidigt werden, denke ich mal. Sehr gut. Zack, zack. Das ist wenig. Aber egal. Lasst uns hier einmal kurz schauen. Euch will ich... Es ist so nervig. Wie sieht's hier aus? 1 gegen 1. Auto-Resolven. Gewonnen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, euch will ich komplett hier drüben haben. Und... Entschuldigt den Huster. Auf nach... Was? Wir müssen einmal... Oh mein Gott, hätte ich das gewusst, hätte ich das nicht gemacht. Was haben wir verloren? Wir haben Abrigado Rare verloren. Das geht ja nicht. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Das könnt ihr vergessen. Wir müssen auf jeden Fall mehr Protectors bauen. Die Protectors sind zu gut. Wow, ein Jäger. Hier bei Onderon. Und damit den von Fondor hier rüber schicken. Ich glaube, die haben da wahrscheinlich auch null Einheiten drauf. Oh doch, die haben Einheiten. Haben wir aber gewonnen. Sehr gut. Dann einmal rüber nach Fondor. Das Auto-Resolven wir. Und wir verlieren noch einen Protector. Ich sollte Raumschlachten nicht mehr Auto-Resolven. Ich weiß, ich sage es jedes Mal, aber trotzdem. Das ist jetzt enorm nervig. Wir haben keine Protectors mehr. Die sind so wichtig. Jetzt kommen sie nach Mana an. Da haben wir halt auch jetzt fast nichts mehr. Ah, nerven die mich gerade. Jetzt wird die neue Republik richtig nervig. Aber das bedeutet auch, dass wir jetzt unsere andere Flotte von oben wieder mehr einsetzen. Können die vergessen. Die Kuschelzeit ist vorbei. 1, 2, 3, 4. Vengeance hierüber. Die Lictor, die kann ich nach vorne reinschicken. Die sind mir relativ egal. Wenn die hier geopfert werden, werden sie geopfert. Die sind schnell wieder da. Und damit
hat sich diese Flotte erledigt, würde ich mal sagen. Ja, sollen sie fliehen. Die kleinen Schiffe sind mir auch egal, wenn sie jetzt fliehen. Die Flotte ist Geschichte. Und das sollten wir nicht auto-resolven, auch wenn wir wahrscheinlich eine größere Truppenstärke haben. Die Einheiten hier von Merkur würde ich als nächstes mal nach Korulak schicken. Oder Karida. Wahrscheinlich eher Karida, dass wir die hier einigermaßen unter Druck setzen. Hier haben wir auch noch eine relativ große Flotte, das ist ganz gut. Hier werden wir fliehen, denke ich. Da leben Selkath auf Manan. Hier werden wir, denke ich, fliehen. Und gucken. Oh mein Gott. Ja, die Bodeneinheiten, die will ich auf gar keinen Fall fliehen. Ja, nee, das lohnt sich nicht, hier zu kämpfen. Fliehen und einfach wiederkommen. Retreat. Haut ab. Der Vengeance hat, glaube ich, seine Antriebe verloren und ist jetzt zerstört worden. Ja, komm, das brauche ich jetzt hier nicht zu sehen. Ist in Ordnung. Einmal bitte jetzt hier. Ah, nein. Der Vengeance hat überlebt. Das ist gut. Und die Flotte schicken wir bitte nach Karida. Wo ist meine andere Flotte? Hier unten. Die darf gerne nach Manan kommen. Hallo? Oh, ich hasse das, dass ich dann Einheiten nicht mehr bewegen kann. Es macht das Spiel so... Ich verstehe nicht, wer auf diese Idee gekommen ist, dass man hier den Einheiten keine Befehle mehr geben kann. Es macht das Spiel so, so schlecht. Taktiken... Warum kann man, wenn das Spiel pausiert ist, den Leuten keine Befehle geben, sich zu bewegen? Ja, dass sie sich nicht bewegen, während das Spiel pausiert ist, ist klar. Aber hier kann ich ja auch, wenn Pause ist, sagen, du fliegst dahin, du fliegst dahin, du fliegst dahin. Warum kann ich das in der Galaxiskarte nicht machen? Und warum hat das noch kein Mod oder kein Update verbessert? Ich verstehe es nicht. Oh, das ist aber eine schlechte Flotte. Wie konnte ich mit dieser Flotte jemals irgendwas gewinnen? Dachte, ich habe jetzt hier voll die Riesenflotte zusammengesammelt, aber es ist egal. Einmal noch hier drüben. Ein... Packst du hier rein? Nein. Naja. Nehmt euch den Hangar, sonst kommen da immer nervige Sachen raus. Den Hangar bitte vernichten. Jawohl, sehr gut. Und dann hat sich das. Oba verliert hier einiges an Leben, aber es ist egal. Karida gehört uns. Und damit können wir hier auch wieder ein bisschen mehr was anfangen. Das auto-resolven wir und wir verlieren einen Crusader. Lächerlich, aber gut. Den Protect. Ich schaffe es nicht, hier Einheiten rüber zu schicken. Hier müssen wir jetzt ebenfalls wieder fliehen. Das gibt's doch nicht. Wie soll man so hier in irgendeiner Art und Weise vorankommen? Los, alle abhauen hier. Die Vengeance bitte auch. Du wirst sonst sehr schnell angegriffen. Na, und da wird sie jetzt angegriffen. Gut. Das war's dann wahrscheinlich mit der Vengeance-Klasse. Ah, nein, doch. Können wir fliehen. Sehr schön. Ja, ich weiß, dass meine Raumstation jetzt vernichtet wird. Gott. Ich will nicht wissen. Wahrscheinlich sind schon Stunden, wahrscheinlich Tage meines Lebens draufgegangen, weil ich hier durchsitzen musste. Das sind immer 15 Sekunden. Wenn man vier davon schon guckt in einem Let's Play, sind es schon irgendwie eine Minute. Grauenhaft. Absolut grauenhaft. Aber naja. Ich würde ganz gerne... Dann kommt wenigstens schon mal rüber nach Azeri, dass ihr näher da dran seid. Auf nach Abrigado Re. Und die sind nach Merkur gekommen. Ihr seid ja frech. Ihr seid ja richtig frech. Das müssen wir auto-resolven. Da können wir nicht gegen gewinnen. Fondor. Die brechen immer irgendwie durch. Auto-resolven, wir können wir nicht gewinnen. Wir haben keine Einheiten. Ein bisschen was denen geklaut, aber gut. So. Ich auto-resolve und verliere wahrscheinlich wieder... Ich verliere einen Keldabi dagegen! Das ist nicht wahr! So. Ihr geht jetzt mal hier hin. Alles, was wir tun müssen, ist das Ganze hier zu halten. Wir holen uns jetzt hier einfach überall Lictors. Die sind wenigstens schnell gebaut. Mein Kopf explodiert. Warum? Warum macht ihr die ganze Zeit nichts und jetzt das hier? Warum foltert ihr mich so? Lasst mich doch in Ruhe. Das gibt's doch nicht. Retreat.
Ich brauche hier jetzt mal ein paar mehr Schiffe. Was ich aber auch nicht machen kann, weil ich die nicht bewegen kann, wenn ich angegriffen werde oder pausiere. Und wenn ich nicht pausiere, werde ich angegriffen. Ah! Das regt mich gerade so sehr auf. Pause. So. Die Protector wird hier bei Fondor einmal angreifen. Ihr unterstützt hier drüben. Die Flotte kommt nach Wayland. Tut sie nicht. Okay. Und die haben hier viel zu viele Einheiten. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die haben da vielleicht nichts mehr. Gut. Müssen wir fliehen. Ist ja nicht so, als wären wir schon ein paar Mal geflohen, ne? Ist ja jetzt nicht so. Boah, die haben hier sogar schon eine Raumstation wieder gebaut. Die sind so frech. Die sind so frech. What? Ich meine, gut, gegen die hätte ich wahrscheinlich mit dem Protector gewonnen. Ich dachte halt, die haben deutlich mehr Nebulon Bs. Aber gut. Nimm ich. Nimm ich sehr gerne. Haut ab von Fondor. Zurück zur Galaxiskarte. So. Du kommst bitte hier nach Abrigado Ram. Die Flotte von hier kommt mal nach Wayland. Der Protector hier mit rüber. Könnt ihr jetzt... Ihr könnt nach Onderon darüben. Jetzt sind die da am Boden. Da werde ich nicht viel gegen ausrichten können. Nehmen die Manan wieder. Aber gut. Dann weiß ich, wo ich dran bin. Auf nach Alderaan. Alderaan. Sollen sie da machen? Das beginnen wir jetzt hier und greifen Alderaan an. Vielleicht war ich etwas überschwänglich damit zu sagen, wir könnten das in dieser Folge schaffen. Vielleicht brauchen wir noch eine Folge mehr, um das hier zu gewinnen. Müssen wir mal gucken. So oder so können wir jetzt hier einen Keldabi reinholen. Und drei Protectors. 1, 2, 3. Und damit dürfte das schon gegessene Sache sein. Ja, das war's. Sehr gut. Die Protectors sind zu gut. Meins. Davon Azeri hauen sie auch wieder ab. Das heißt, ich würde mit dieser Flotte... Wo kommt denn die andere Flotte? Okay, die ist langsam, aber sicher kommt die auch mal. Mit der Flotte vielleicht auch Richtung Kuat vorrücken. Ja, ich denke. Klar, das können die relativ schnell wieder einnehmen. Wartet. Ihr geht. Oh mein Gott. Wir haben keine Chance, dahin zu kommen. Nein, ich will nach Fondor. Zeig mir doch bei Fondor an, wie viele Einheiten es sind. Kann ich nicht. Okay. Da müssen wir wieder fliehen. What? Ich bin doch schon auf dem Planeten stationiert. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn, dass ihr mich jetzt hier so angreifen könnt. Zerstör die Teile hier. Die Laserkanonenbatterien. Oh mein Gott. Abhauen. Abhauen, abhauen, abhauen. Zurück zur Galaxiskarte. Wir bauen jetzt hier erstmal die Bodensachen. Wir haben im Bahn gehört jetzt den schön. Bringt denen aber nicht viel. So. Wir bauen alles auf, was wir hier aufbauen können. Ey, das gibt's ja nicht. Die nehmen sich einen Planeten nach dem anderen. Das verteidigen wir jetzt aber. Weißt du, die KI macht die ganze Zeit nichts und jetzt hauen die hier einen raus nach dem anderen. Das verteidigen wir aber, das ist mir jetzt ziemlich egal. Mit denen kriegen wir das auch hin, mit den Einheiten, die wir hier haben. Einer von euch hier hin. Einer von euch hier hin. Raketenturm. 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 Okay, da können wir keine Raketentürme mehr bauen. Schade. Ein Stück zurück. Hier noch einen Raketenturm hin. Gibt's hier noch irgendwo was, wo wir Raketentürme bauen können? Sieht mir nicht danach aus. Oh, die wollen von hier aus durchrücken. Das ist natürlich fies. Dann gewinnen wir das hier vielleicht doch nicht. Gucken wir mal. Raketenturm. Die Raketentürme dürften die ja eigentlich zusammen mit den Turbolasertürmen dürften die Arbeit machen. Kannst du nicht vielleicht auf den hier schießen? Oder auf den? Wenn das natürlich jetzt zerstört wird, ist das blöd. Aber auch kein Weltuntergang. Oh, da verlieren wir ein Gebäude. Okay, wir werden ein paar Gebäude verlieren, aber nicht alle. Definitiv nicht alle.
Jawohl, sie fliehen. Bestien können wir halten. Sehr gut. Die Baracken, die sollten wir so schnell wie möglich wieder aufbauen. Sollten die nochmal ankommen. Wir haben die Tai'Dari eingenommen. Das ist lächerlich. Ja, sonst überall bin ich aufgebaut, also. Okay. Kommt her. Kommt nach Mimban. Gut, Karida können wir so nicht halten. Wie viele sind denn das? 6 von denen. Ach, die Flotte von da oben ist eingetroffen. Sehr gut. Auto-Resolven. Pause. Und dann hier einmal. Admiral Schnauzer bringt, also macht nichts Schlimmes gerade. Aber es ist egal. Greifen wir trotzdem an. Wobei. Ah, das wollte ich gar nicht. Das hätten wir auto-resolven können. Ich dachte, ich wäre auf Pause gewesen. Komm schon. Auto-resolve. Sehr schön. Einmal die Plague Soldier vernichtet. Lass uns nochmal gucken. Ich will doch, ich bin doch hier gerade bei Wayland. Da ist mein Mauszeiger. Warum schickt er mich woanders hin? Auf nach Merkur. Angriff. Die einmal wegnehmen. Und damit Dala und Paleon angreifen. Ich hoffe, dass die beiden wirklich alleine hier sind. Schauen wir mal, ob wir das mit 8 von denen schaffen. Müssten doch jetzt 8 sein, ne? Ja, sehr gut. Die Vengeance-Klasse alleine wird... Was macht ihr da? Okay. Oh mein Gott, die Vengeance-Klasse alleine wird jetzt hier sterben. Das ist das, was ich hätte sagen sollen. Nicht, die Vengeance-Klasse alleine wird hier nicht viel ausrichten. Na, komm schon. Ein besseres Sichtfeld. Oh, da hinten der Victory-Sternzerstörer. Der sieht ja fies aus. Aber bisher halten wir... Oh, auf die Engines für Dala. Sehr gut. Jetzt kommt aber die Gegenwehr hier. Mal sehen, ob wir das schaffen, die beiden Sternzerstörer mit 12 Protector-Klassen zu vernichten. Turbolaser-Batterie. Bisher stehen wir noch. Eine hat Probleme, aber alle anderen. Auf die Turbolaser-Batterien bitte. Und dann die Engines. Und dann bitte hier drüben drauf. Empeleon kann jetzt schlecht hier noch weiter angreifen. Ah, war das schlau? Das war nicht schlau, die so nah, den so nah da reinzuholen. Irgendwo muss noch... Ach, da ist der Victory. Ich wollte gerade sagen, irgendwo muss noch der Victory-Sternzerstörer. Ja, flieht. Flieht, ihr werdet es nicht schaffen. Sehr schön. Damit ist Merkur gesichert. Und... hier haben wir jetzt zumindest mehr Flotten. Mehr große Flotten vor allem. Die wir jetzt hier auch... Jetzt kommen die hier nach Elysia, das gibt's nicht. Nalhutta wird hier... Baue hier alles weiter auf. Alles, wo ich so dachte, ach, da kommen die sowieso nicht hin. Gib mir The Maw Castle. Das können wir auto-resolven. Und du kannst mal hier. Probieren wir es. Wir haben nur 3-mal Mining Facilities gehabt. Komm hier rüber. Die machen mich gerade wahnsinnig. Auto-resolven. Die können wir nicht darüber schicken. Okay, habe ich verstanden. Damit... brauchen die da aber auch nicht so viel. Ich würde gerne Thyphra und Fondor weiter angreifen und nochmal gucken, dass wir das da schaffen. Aber ich glaube, wir gucken, dass wir... Karida haben wir. Dass wir erstmal die Flotte einmal hier hinpacken und die Flotte einmal hier hin. Dann ist das etwas sicherer. Ihr einmal hier rüber und... Warum? Ich bin hier über Abrigado Ray. Warum gehst du nach Fondor? Es ergibt keinen Sinn. So, Tai'Daria, können wir auto-resolven. Ich will da meine Flotte vernünftig aufbauen. Kann ich das machen während... Kann ich nicht. Warum kann ich das nicht? Dann bin ich wieder hier. So, ihr seid Bodeneinheiten, ihr geht hier rüber. 1, 2. Dass wir hier ein bisschen mehr Verteidigung haben. Auf nach Thyphra. Und ihr... geht nach Kurt. So. Ich denke damit, dass dadurch, dass wir die oben unter Druck setzen, da noch mehr Flotten haben und jetzt hier unten vielleicht auch ein bisschen uns besser aufteilen können, dank mehrerer Flotten, dürfte das hier hoffentlich jetzt einigermaßen klappen. Das war's mit euch. Ah, wie viele Schilde verliert ihr? Der verliert schon einiges an Schilden.
Dass die CR90 hier so potent sind, ist echt unfair. Das sieht aber gut aus. Kommt, könnt ihr die noch vernichten? Nein. Aber egal. Die ist abgehauen. Soll sie machen. Soll sie machen. Zurück zur Galaxiskarte. Haben wir Thyfra damit relativ sicher. Und Kuat müssen wir natürlich auch spielen, ausspielen sozusagen. Die Einheiten von Hypori und Tatooine müssen Richtung Mimbaan. Und all das würde ich jetzt gerne schon in den Auftrag geben, was ich nicht kann. Was mich wahnsinnig macht. Aber okay. Beginnen wir das Ganze. Aber ich denke mal, in der nächsten Folge mit den vielen Flotten, die wir jetzt hier haben, dürfte das Ganze hier sein. Ich will nichts beschreien. Aber ich denke, in der nächsten Folge sollte das hier gewonnen werden können. Sagen wir es mal so. 1, 2, 3. Hier zurück. Einmal den Helden hier. Eine Kel'Dabi-Klasse. Und ein paar Vengeances. Dürfte das Ganze möglich machen. Die Turbolaser-Batterie bitte. Auch hier drauf. Oba ein bisschen zurück. Das würde die Moral nicht gerade stärken, wenn unser Anführer, unser Mandalore Boba Fett hier sterben würde. So kurz vor Ende. Das war's mit Kuat. Turbolaser-Batterie, Hangar. Ah, da kam noch eine Nebulon B raus. Ist es aber auch egal. Die wird jetzt fliehen. Von der kriegen sie aber auch nichts. Das bedeutet aber auch, bei Kuat können die jetzt keine neuen Schiffe herstellen. Ihr alle einmal hier rüber nach Kuat. Und ihr nach Bestien. Jetzt wollen sie hier, interessant, mit ein paar Schiffen ankommen. Das lasse ich denen nicht durchgehen. Ah, die schieben jetzt hier Schiffe rum. Ich möchte bitte Azeri einnehmen. Beziehungsweise den Luftraum über Azeri. Und dann haben wir sie abgeschnitten. Dann sollte das hoffentlich jetzt ein gutes Zeichen dafür sein, dass wir hier weiterkommen. Puh. Flieg mal ein bisschen schneller hier. 1, 2. Den wollte ich jetzt hier nicht reinholen, aber gut. Einmal hier oben lang, dass wir hier nochmal Einheiten hinkriegen. Das ist da zu eng für den ist, das gibt's ja nicht. Ich versuche hier noch meine Einheiten reinzuholen, während die gegnerische Flotte schon komplett vernichtet ist. Okay. Sehr schön. Damit können wir schauen, wie viele sind das? Wahrscheinlich zu viele. Deswegen einmal angreifen. Dass wir den Luftraum über Azeri freikriegen. Und dann das Nest, was sich hier hinter unseren Linien gebildet hat, einmal ausheben. Komm schon, weiter, weiter, weiter. Sehr gut. Die einzelnen Jäger werden hier recht schnell besiegt. Die Bomber da. Die können uns wehtun, wenn die aus dem Nichts auftauchen. Aber damit haben sie auch ihr Großkampfschiff verloren, was sie noch hatten. Ja. Ist noch irgendwer hier? Such du mal die Gegner. Gut. Irgendwo wird wahrscheinlich noch irgendwer sein. Da waren noch Jäger. Sollen sie machen. Jetzt hauen sie auch ab. Zurück zur Galaxiskarte. Die gehen alle Richtung Mimbaan. Die Bodeneinheiten können wir ja mal hier zusammenziehen. Von Sullust auch noch. Hier, du noch hier rüber, du noch hier rüber. Schauen wir mal. Fondor und Manan sind natürlich sehr nervig. Kuat ist unser. Haben wir ein bisschen was verloren, aber auch nicht allzu viel. Baracken. Und mehr kann man hier am Boden auch nicht kaufen. Ilesia, Mimbaan und Taidaria sind hier nervig. Nal Hutta ist gut genug ausgebaut, dass die da nichts machen können. Bestien wird weiter ausgebaut. Hier bauen wir weiter aus. Hier bauen wir weiter aus. Hier auch. Kuat wird schon gut ausgebaut. Alderaan weiter. Merkur bitte weiter. Wayland bitte weiter ausbauen. Dass die da nirgendwo auch nur auf die Idee kommen könnten, uns anzugreifen. Da habe ich keine Lust drauf. Mehr Protectors. Die Protectors sind zu gut, als dass wir die nicht bauen sollten. Wie sieht es hier bei Hypori aus? Werden auch noch Protectors gebaut. Okay, ich würde sagen, da haben wir einen guten Start, um in der nächsten Folge das hier besiegen zu können. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es das hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.